Heute schauen wir unter die Motorhaube von diesen beiden Klangfarben. Denn obwohl diese Akkorde sehr ähnlich klingen, wenn wir uns gleich die Details anschauen, dann wirst du feststellen, der Unterschied zwischen den beiden, der ist so gravierend wie der zwischen einem E-Motor und einem Diesel. Aber wenn du dieses Video hier zu Ende geschaut hast, dann wirst du nicht nur den Unterschied zwischen Dur und Moll kennen und hören, sondern du wirst auch in der Lage sein, dir von jeder Starttaste vom Klavier aus deine eigene Dur- und Moll-Tonleiter zusammenzubauen, egal von welcher Lage her das ist. Und natürlich auch Dreiklänge. Du wirst gar keine Hilfe mehr von außen brauchen, du wirst das alles alleine können. Und wie du das machst, das verrate ich dir jetzt. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Piano.University. Mein Name ist Gordon November. Ich bin Autor des Buches Tonarten meistern ohne Noten und Gründer von Piano University, deiner Adresse Nummer 1 für intuitives Klavierspielen. So, dann lass uns direkt starten. Gordons Lieblingssuppe ist Nudelsuppe mit pochiertem Ei. Na gut, wir werden heute in drei Schritten vorgehen. Zuallererst werden wir uns mal Dur anschauen, danach werden wir uns Moll anschauen und danach werden wir uns die Tonleitern von jeder Starttaste hier oder von einer beliebigen Starttaste zusammenbauen. Und zum Schluss zeige ich dir noch mein neues Tool, wie du wirklich fit wirst in diesen Tonarten. Lass uns starten mit Punkt 1. Wir werfen einen Blick in das Buch Tonarten meistern ohne Noten. Da findest du am Anfang einen Theorieteil, der ist optional, aber falls du es eben noch nicht kennst, dann findest du hier die detaillierte Erklärung. Und zwar, um zu verstehen, was Dur und Moll unterscheidet, müssen wir zuerst mal wissen, was ist ein sogenannter Ganzton und was ist ein Halbton. Und vielleicht hast du es hier schon gelesen, bei einem Halbton überspringt man keine Taste. Also von einem Halbton spricht man, das ist so ein Tonabstand, man spricht dann von einem Halbton, wenn man die nächstgelegene Taste verwendet. Genau. Und von einem Ganzton spricht man, wenn man eine Taste überspringt. Also hier wird diese Taste hier übersprungen. Genau. Dann spricht man von einem Ganzton. Und das hier wäre auch ein Ganzton, da wird diese Taste hier übersprungen. Oder das hier wäre ein Ganzton, da wird diese Taste übersprungen. Also ich denke, es ist klar geworden. Und hier ist es wieder ein Halbton, da wird wieder keine Taste übersprungen. Genau. So, dann lass uns mal ein kleines bisschen weiterschauen. Und zwar lass uns mal die Dur-Tonleiter anschauen. Das hier, das ist die Dur-Tonleiter. Und die besteht aus 7 Tönen, also 7 Tasten. Und ja, die hört sich so an. Und da siehst du, dass wir hier 2 Halbtonschritte haben. Und der erste Halbtonschritt, der befindet sich zwischen dem 3. und 4. Ton. Also da wird keine Taste übersprungen. Dann wird wieder eine Taste übersprungen, nochmal eine Taste übersprungen, nochmal eine Taste übersprungen. Und hier haben wir wieder einen Halbtonschritt. Also bei Dur nochmal, bei Dur befinden sich die Halbtonschritte zwischen dem 3. und 4. Ton und zwischen dem 7. und 8. Ton. Und genau da liegt auch schon der Hase im Pfeffer. Wenn wir jetzt Moll anschauen, dann siehst du, also ich spiele jetzt mal die identische Tonleiter, nur eben in Moll und baue jetzt andere Halbtonschritte ein, dann klingt das so. Und wenn ich jetzt den Dreiklang dazu baue, aus diesen Tasten, die mir hier zur Verfügung stehen, dann klingt das Ganze eben so. Und vorher, also weiter oben, hätte das Ganze mit den anderen Tasten, die mir zur Verfügung stehen, hätte das so geklungen. Genau. Also, lass uns nochmal vergleichen. Bei Dur war der Halbtonschritt zwischen dem 3. und 4. Ton und zwischen dem 7. und 8. Ton. Genau. Und bei Moll ist es so, dass die Halbtonschritte zwischen dem 2. und 3. Ton sich befinden und zwischen dem 5. und 6. Ton. Also, das können wir uns gerade hier nochmal vergleichen. Du siehst hier, da ist das Ganze ein kleines bisschen vorgezogen. Also oben siehst du nochmal Dur und unten ist Moll. So. Das ist die Moll-Tonleiter und oben spiele ich nochmal die Dur-Tonleiter. Genau. So, und bevor wir uns jetzt mal eine Tonleiter von einer x-beliebigen Taste aus zusammenbauen, erstmal die Frage, hast du das Ganze bis jetzt verstanden oder hast du irgendwo eine Frage? Das war jetzt ein kleines bisschen theoretisch, aber wenn du eine Frage hast, dann schreib mir doch hier unten einen Kommentar, dann kann ich dir da
die Frage beantworten. Und vor allem hilfst du mir dann durch dieses Feedback auch ein kleines bisschen, dass die Videos auf diesem Kanal noch besser werden, dass du demnächst auch noch bessere Videos kriegst, die dich noch weiterbringen. Oder wenn du zum ersten Mal hier bist, dann schreib mal hier einen Kommentar, wer du bist und wie du so Klavier spielst und so und was du hier auf diesem Kanal gerne sehen würdest. Dann kannst du sicherstellen, dass die nächsten Videos noch besser für dich werden. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mit dieser Anleitung einfach direkt mal eine Tonleiter zusammenbauen. Und zwar könnten wir jetzt uns zum Beispiel eine Molltonleiter auf dem A zusammenbauen. Und zwar starten wir hier unten auf dem A. Dann haben wir einen Ganztonschritt. Wir überspringen eine Taste, also die hier, und landen direkt auf der. Dann machen wir einen Halbtonschritt zwischen dem zweiten und dritten Ton. Das wäre dann diese Taste hier. Dann überspringen wir wieder eine Taste. Genau, das wäre dann die. Wir überspringen nochmal eine Taste, also weil wir wieder einen Ganztonschritt haben. Und jetzt sind wir zwischen dem fünften und sechsten Ton, also 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt käme der sechste Ton. Jetzt nehmen wir wieder die nächstgelegene Taste, also einen Halbtonschritt. So, und jetzt wird wieder eine Taste übersprungen, also die hier wird übersprungen. Dann nehmen wir die. Und es wird nochmal eine übersprungen zwischen dem siebten und achten Ton, die hier. Dann sind wir hier auf diesem Ton. So, das war jetzt ein kleiner billiger Trick, wie du vielleicht festgestellt hast. Denn A-Moll, wenn wir A-Moll spielen, dann ist das eine natürliche Molltonleiter. Also bei A-Moll brauchst du keine schwarzen Tasten und bei C-Dur brauchst du keine schwarzen Tasten. Aber nicht so schnell. Wenn du Lust hast, dann bauen wir uns jetzt eine Dur-Tonleiter auf A. Und das wird dann vielleicht ein kleines bisschen interessanter. So, lass uns nochmal hier zurückspringen und wir schauen, wie die Dur-Tonleiter sich zusammensetzt. Also, erster Ton, dann wird eine Taste übersprungen. Also die hier wird übersprungen, wir nehmen die. Dann sind wir also auf dem zweiten Ton. Dann wird zwischen dem zweiten und dritten nochmal eine Taste übersprungen. Also die hier wird jetzt übersprungen, siehst du. Und jetzt gehen wir hier auf den dritten Ton. So. Und jetzt, der vierte Ton ist ein Halbtonschritt. Also, es wird keine Taste übersprungen, dann nehmen wir den Ton. Jetzt ist der fünfte Ton wieder ein Ganztonschritt, also wird eine Taste übersprungen, und zwar die hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann beim sechsten Ton zwischen dem fünften und sechsten ist wieder ein Ganztonschritt, das heißt, wir überspringen wieder eine Taste. Also wir überspringen diese Taste und nehmen diese Taste. So. Und zwischen dem sechsten und siebten Ton ist jetzt auch wieder ein Ganztonschritt. Das heißt, wir überspringen diese Taste hier und landen auf dieser hier. Und jetzt zwischen dem siebten und achten Ton ist jetzt wieder ein Halbtonschritt. Also, jetzt haben wir uns eine Dur-Tonleiter auf A zusammengebaut. So funktioniert die ganze Geschichte. So, aber wenn ich jetzt so in dein Gesicht schaue, dann sehe ich einerseits, dass du sehr stolz bist, dass du das alles verstanden hast und das ist auch wirklich eine große Leistung, das kannst du auch sein, aber ich sehe eben auch das ein oder andere Fragezeichen, weil du dir jetzt denkst, ja Gordon, das ist ja jetzt alles recht und gut, aber ich kann ja jetzt nicht in jeder Tonart hier das Zählen und das Rechnen anfangen, also bevor ich da fertig bin mit Zählen, da habe ich ja schon den falschen Ton gespielt, das funktioniert doch nicht und ja, das kann ich absolut verstehen und du hast recht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, wenn du Songs in anderen Tonarten spielen möchtest, dann reicht es sogar nicht mal, wenn du die Tonleiter geübt hast und drauf hast. Denn welche Melodie besteht denn bitte aus einer Tonleiter? Also Melodien, das sind ja eigentlich etwas komplexere und auch schöne Kompositionen. Also außer jetzt alle meine Entchen, vielleicht da ist es eine Tonleiter. Aber ja, mir ging es damals genauso. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt und ich habe auch die Tonarten vor allem damals auf die sehr traditionelle Art gelernt. Ich habe mit Noten und Kreuzen und Bs und Vorzeichen und so weiter das Ganze gelernt und habe das mit Fingersatz und so weiter alles rauf und runter gespielt und eben mit dem entsprechenden Grundakkord. Aber ich habe mir genau die Frage gestellt, wie viele Songs bestehen denn bitte aus einer Tonleiter und einem Grundakkord? Ja, das war damals und seit ich das intuitive Klavierspielen entdeckt habe, weiß ich, wenn du wirklich sicher in einer Tonart werden möchtest und das wirst du schaffen, du wirst sicher in allen Tonarten werden, dann musst du
ein Gefühl für die Tonart entwickeln und für die Akkorde, die sich in einer Tonart befinden. Also das ist ja nicht nur der Grundakkord hier, sondern wenn du schon mal ein Video angeschaut hast, was eine Tonleiter oder eine Tonart ist, dann wirst du vielleicht gesehen haben, dass da noch andere Akkorde drin vorkommen können in einer Tonleiter oder in einer Tonart. Also wichtig ist einfach, dass wir die Töne verwenden, die exklusiv hier in dieser Tonleiter hier drin verwendet werden. Und dann wirst du sehen, dass bei A-Dur zum Beispiel auch D-Dur drin vorkommt oder so. Oder E-Dur. Oder Fis-Moll. Ja, das hat sich jetzt schon ein kleines bisschen nach Komposition angehört, aber das war keine Komposition. Das ist tatsächlich das intuitive Klavierspielen und auch so eine Übung. Also ich übe auf die Art und Weise auch meine Tonarten. Und ja, das ist auch die ganze Übungsmethode dahinter. Und wie die im Detail funktioniert, das erfährst du hier in dem Buch Tonarten meistern ohne Noten. Also ich habe das Buch für meine Intuinauten bei Piano University geschrieben, weil ich einfach es allen so einfach wie möglich machen möchte, in Tonarten fit zu werden. Und das Buch kommt auch mit einem begleitenden Videokurs, wo ich dich in allen Tonarten fit mache und wo du immun wirst gegen falsche Töne. Also immun gegen falsche Töne, das heißt einfach, du siehst die richtigen Töne schon vor deinem inneren Auge, bevor du sie anschlägst. Und du kriegst so eine Beißhemmung gegen falsche Töne, weil du einfach weißt, hey, wenn ich die Taste jetzt drücke, dann klingt das falsch. Also nehme ich lieber die Taste daneben. Also das ist intuitives Klavierspielen und eben auch Tonarten meistern ohne Noten. Das geht so ineinander über. Wenn dich das Ganze interessiert, dann findest du hier unten einen Link. Du kannst das Ganze entweder gedruckt bei Amazon kaufen oder du nutzt den Link hier unten, dann kommst du auf meine Webseite www.piano.university. Da kannst du das Ganze als E-Book kaufen. Das klappt dann auch nicht hier immer zu auf dem Notenpult. Und du bekommst es sogar ein kleines bisschen günstiger als bei Amazon. Und sogar noch obendrauf bekommst du ein mehrwöchiges Rückgaberecht, also 30 Tage lang für ein E-Book. Also habe ich es auch schon selten gesehen, aber eben, ich möchte das mit allem, was du hier kaufst, dass du da auch zufrieden bist. Okay, also dann hoffe ich, dass ich dir hier ein kleines bisschen weiterhelfen konnte und dir einen Einblick geben konnte, wie Dur und Moll in der Tiefe funktioniert. Und ja, dann wirst du hoffentlich bald in der Lage sein, von jeder Starttaste intuitiv dir deine Dur-Tonleiter oder Dur-Tonart, also dass das ganze Feeling dir hier zusammenbauen zu können und dass du auch möglichst bald keine falschen Töne mehr spielst. Schön, dass du da warst, dass wir ein paar Minuten zusammen Zeit verbringen konnten und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen, entweder hier auf Piano University oder hier auf YouTube im nächsten Video. Mach's gut und bis gleich.